Aber die Pflanze haben wir gekickt. Das ist wunderbar. Bin zufrieden. Da, das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. So muss das. So, hier haben wir auch eine kleine Geschichte am Laufen. Wollten wir jetzt hier drüben noch eine hinbauen? Ja, hier wollten wir die nächsten Pflanzen aufbauen, oder? Weitere Pilze, glaube ich. Wobei, brauchen wir so viele Pilze gerade? Hamster wollten wir doch auch noch machen. Hier hinten irgendwo. Stimmt, da war was. Kriegen wir da noch ein kleines Räumchen hin? Ja, kriegen wir noch. Wunderschön, dann können wir hier nochmal eine Hamsterfarm aufbauen. Und hier geht dann nichts mehr. Hier ist dann Kartenende. Schöne Sache, Freunde. Das ist eine schöne Sache hier, da freue ich mich. Cool. Haben wir mittlerweile hier sonst noch irgendwas gemacht? Ja, die Brauerei wird noch gebaut. Also wer feilt denn gerade? Heino und Galina, Freunde. Heino und Galina. Markus! Dankeschön! Markus, danke dir für den verschenkten Tab an Kante zockt! Vielen lieben Dank, Markus! Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben sehr viele Leute tags und nachts verteilt. Dann lassen wir ihn tagsüber laufen. Und sie wird jetzt auch auf Tag gestellt. Ein neuer Zwerg. Für die Verkupplung und so. Suse unterstrichlein 67 haut einen Sub raus. Dankeschön auch nochmal, Markus, für den verschenkten Sub an. Suse, vielen lieben Dank. Das ist saulieb. Dankeschön, Markus. Habe ich das jetzt genau falsch rum gemacht, oder was? Tatsächlich. Ich glaube, das Problem liegt einfach daran, dass das ist immer Nacht, ja. Also immer kein Dienst, weil die Heino und Galina müssen zusammen in einer Schicht sein, aber Galina kann halt noch nicht arbeiten, ja. Ist halt noch nicht so. So. Okay. Hui, vielen Dank. Ja, genau so ist es. Markus, der hat heute die Spendierhosen an, ich sehe das. Da kommt die Brauerei. Die wollten wir ja hier unten reinbauen, ne? Brauerei und vielleicht noch hier die Bar daneben. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, das klappt jetzt dann auch schön. Und was wird hier gebaut? Das Lager wird hier gebaut. Da bin ich mal gespannt, wie groß ist denn das noch gleich? Das war doch riesig, oder? Nee, das ging sogar. Das kriegt man hier auch schön bequem in dieses Ding rein. Dann bauen wir hier unten unser Lager auf. Lass uns das Lager mal hier reinbauen. Und da müsste man, glaube ich, jemanden für binden. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, Suse, genau. Genieß die neuen Emotes. Kannte natürlich genauso, ja. Und wenn ihr auf dem Discord seid, auf dem zwergischen Discord, im Übrigen, nicht wundern, ich habe da ein Pflaster. wenn ihr auf dem zwergischen Discord seid, dann könnt ihr diese Emotes auch auf dem Discord verwenden. Wenn ihr euren Discord mit Twitch verknüpft habt, könnt ihr das gemeinsam verwenden. Also könnt ihr die Emotes von hier auch auf dem Discord verwenden, auf dem Community Discord. Geht das immer. Habt die gleichen Emotes, solange ihr Sub seid, könnt ihr die immer verwenden. Sehr, sehr angenehm. Ja, ich wechsle das durch. Ich habe mich vorhin geschnitten am Schneidgerät, ja, für Gemüse. Das ist so ein Gitterteil gewesen, da habe ich reingelangt. Und das andere, das ist mittlerweile komplett verheilt. Ja, der Mittelfinger, ja genau. Das war der linke Hand Mittelfinger. Da, das Ding, das sieht man so noch ganz leicht. Ja, habe ich mich beim so Reingreifen in den Schrank, habe ich mich da so ein bisschen abgekantet. Und ja, so ein nicer Dicer, genau, Stefan. Genau so ein Teil. Und die sind unfassbar scharf. Ich bin da nur ganz leicht gegengekommen und habe schon das Bluten angefangen. Und ja, jetzt Pflaster. Jo. Unangenehm. Also, ja, momentan komme ich quasi keinen Tag ohne Pflaster an irgendeinem Finger aus dem Haus. Aber es ist halt echt einfach nur so Dummheit gewesen. Nicht aufgepasst und dann einfach blöd reingelangt. Filetierhandschuhe, ja. So kann man sagen. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich bin momentan, das ist die Geschicktheit des Todes irgendwie. Noch mehr geht quasi nicht.
So, hier unten ist jetzt auch ein Grenzstein für den Stein, den wir hier haben. Mehr haben wir hier auch nicht. Okay. Und hier dürfen wir nicht weiter, also das bringt uns auch nichts. So, bauen wir das Lager aus. Nicht die Messerdinger in die Spülmaschine. Bei uns heißt das Ding ins Krokodil. Ja, ich wollte es nur ausbauen. Ich wollte es quasi aus diesem, das hat so einen Deckel und da steckt dann dieses Messer drin und ich wollte es einfach nur rausbauen und habe dann bin so unglücklich mit den Fingern rangekommen, dass es dann halt Aua gemacht hat. Ja, das ist einfach blöd gelaufen. Ist aber auch nicht schlimm, es hat auch nur ein bisschen geblutet und dann, jetzt mittlerweile ist es gar nicht mehr. Es ist einfach nur, dass nichts rankommt. So ist das. Ja. Deswegen, bei Messern muss man aufpassen. Das war schon immer so, wenn man nicht aufpasst, ist man selber schuld. Dieses Lager, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir tatsächlich da, ob wir da tatsächlich jemanden extra für brauchen. Ich glaube, die lagern selber ein, wenn sie Zeug finden. Ich glaube, den transportieren ins Lager und vom Lager komplett alleine. Das lassen wir jetzt einfach mal laufen und gucken mal, was passiert. Schaut schon gut aus hier. Schwanger, ja, ja. Meine Güte, kriegt Kinder wie verrückt. Ihr braucht das doch auch. Ah, hier. Kisten einlagern, Nahrung einlagern, Pilzhüte und Pilzstämme einlagern. Jo, auf jeden Fall. Rohe Mineralien. Machen wir das mal so. Na, es soll kein Nahrungslager werden. Das machen wir dann auch. Ja, 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 das ändern wir dann auch noch. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch. Also hier ist ja unsere Bar drin gewesen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hinten nochmal eins der Dinger, hier sowas zum Beispiel, nutzen. Da ist ja auch noch ein Aufzug, aber der ist unglücklich gelegt. Hier drüben können wir eigentlich nochmal ein zweites Lager hinmachen, wo da Nahrung zum Beispiel rankommt oder sowas. Wir brauchen im Übrigen noch 2, 3 Leitern einfach mal als Pauschal, ne? Und dann haben wir jetzt hier unsere Bottichgeschichte. So, Brauerei läuft. Damit wir sie schön betrunken machen, weißt du? Dann bauen wir eine Bar noch und ein Lager. Aber die Tischlerei haben wir noch nicht gebaut, ne? Schreinerei? Ne, die Tischlerei haben wir noch nicht gebaut. Die müssen wir auch noch bauen. Und bauen wir noch einen Aufzug. Ein 1-1 und nochmal 2 davon und dann müsste man eigentlich ganz gut bedient sein. Er hat aber dieses Ding, die Schreinerei hat jetzt halt richtig Arbeit vor sich. Aber das ist okay. So, dann machen wir das aus. Das auch. Mal gucken, ob da was geht. Passt. Betrunken bedeutet mehr Wiggles. Perfekt, so will ich das. Trinkt, meine Kleinen, trinkt. Da ist ein, da ist ja Galina. So, und das Ding wollten wir hier oben noch reinschrauben. Ist das schon fertig? Das ist eine Arbeit, das ist gleich fertig. Gut. Und das können wir dann irgendwann auseinanderklamüsern, dass man dann halt mehrere Lager für verschiedene Anwendungsbereiche dann macht. Aber im Augenblick reicht mir das so. Wir können aber auch noch links noch weiter Lager bauen. Also hier haben wir ja noch definitiv Platz ein bisschen in die Seite. Da geht mit Sicherheit noch ein großer Raum rein. Da können wir dann die nächste Lagergeschichte reinbauen. Oder hier unten einfach nochmal eins. Dann können, weißt du, dann können wir dann zum Beispiel sagen, in eins kommen dann zum Beispiel hier unten kommen dann nur fertige Sachen rein, ja, die man direkt im Aufzug abtransportieren kann. Irgendwie so. Und dann machen wir hier einfach nochmal ein Räumchen her und da kommt dann das nächste Lager drauf. Ja, dann können wir das eine ausschalten und das andere anschalten und dann müssten die das von alleine umlagern. Aber da Lager recht teuer sind, von was Holz betrifft, warte ich jetzt erstmal, bis das erste Mal angraben kann. Macht Pilzhüte.
Steine. Sag jetzt nicht, die sammelt hier Steine, ne, Nadine? Macht Pilzhüte und Pilzstämme einsammeln. Zack, und los geht's. Aber die Steine nimmt sie jetzt trotz alledem mit, ne? Ja, mir geht es super. Starte die Produktion! Das ist echt wenig Wiggles. Ich glaube, mittlerweile können wir das jetzt tatsächlich aufbauen. Ja. So, kann das auch weg. Nämlich aus dem Weg, weil wir haben nämlich noch viele, viele Arbeit. Ah ja, guck mal, hier. Jetzt wird hier gut eingelagert. Jetzt haben wir dann auch hier Steine dann drin und so weiter. Das hilft uns später dann auch nochmal. Das ist gut, jetzt geht er auch vorwärts hier. Hier steht einer und wartet. Großartig. Sehr schön. Okay. Man muss fairerweise dazu sagen, die haben jetzt wahnsinnig viel zu tun. Ne? Also vorher hatten wir gar kein Lager und jetzt haben wir plötzlich ein Riesenlager, wo ganz, ganz viel Zeug rein kann. Ja, und das natürlich muss er auch erstmal können. Ne? Also das muss er jetzt auch erstmal zusammenbringen, das Zeug. Und das gar nicht so, das glaube ich gar nicht so ohne. So. Dann haben wir hier die Schmelze, haben wir schon. Die Plattmachfalle bauen wir auch zweimal auf. Safety first. Jetzt haben wir ja wirklich wahnsinnig viel in der Arbeit. Das ist okay. Jetzt haben die erstmal ordentlich zu tun. Meine Hoffnung ist natürlich nach wie vor, dass die zwar viel zu tun haben, aber trotz alledem hin und wieder mal einer oder andere vielleicht schwanger wird. Mal gucken. Hier, Galina, fertig. Wunderhübsch. Galina und Heino können sich jetzt mal unterhalten. Da ist Heino und da ist Galina. Hey. Ihr seid perfekt miteinander. Ich habe das im Gefühl, dass ihr füreinander geschaffen seid. Wollt ihr nicht mal vielleicht miteinander reden? So die nächsten 3 Jahre oder so? Vielleicht? Ist wie früher, ja. Am Pausenhof. Aber willst du nicht mal mit ihm reden? Ich glaube, der steht auf dich. Geh mal hin. Ja. Sie schaut schon wieder rüber. Geh mal hin. Ja, das ist gut. Das war gut. Der Zwergenkuppler war ich schon immer. Galina, Heino, schau dich die ganze Zeit an. Magst du nicht vielleicht einfach nicht mehr die Wand angucken und Ball spielen, sondern einfach mal hingehen und Hallo sagen? Komm, Galina. Trau dich. Wir brauchen mehr Nachwuchs. So. Oh, Romantik des Todes. So. Ita? Ita, nein. Ah, guck mal, Benete ist schwanger. Schön. Nadine, Julia. Okay, also einmal Nachwuchs gibt's auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist gut. Ah, wunderschön. Ja, mittlerweile können wir halt ausbauen und gleichzeitig auch Sachen bauen. Auf einen Schlag. Das ist halt wunderschön. Na toll. Wir brauchen Alkohol, Freunde. Es hilft nichts. Der Schnaps muss gebraut werden. Pilzhut und Pilzstamm. Mach nochmal 2 Biers oder sowas. Kleiner Heiltrank, auch nicht schlecht. Heiltrank. Machen wir auch mal hier. Brauerei-Start, klar.
Ich kann nicht mehr. Björn, grüß dich. Na, lebt noch alles, du, auf jeden Fall. Was ist das? Wiggles heißt das Spiel, oder Diggles auf Englisch. Auf Steam kannst du das kaufen, wenn du das möchtest. Ja, das ist ein Spiel, das ist 20 Jahre alt und du musst hier quasi eine kleine Kampagne, wo du dich immer tiefer in den Berg graben musst, Räume bauen musst, Sachen reinbauen musst, damit du Sachen produzieren kannst, damit du deine Aufträge lösen kannst. Und es ist ein ganz, ganz cooles Spiel, das ich vor ewigen Zeiten das letzte Mal in der Hand hatte. Ja, ein kleines Bierchen bei Zwerg, das ist doch wunderschön. So, jetzt ist die große Preisfrage. Nachdem jetzt hier hoffentlich mal was Leckeres zu essen dran ist, würde ich ganz gerne, Freunde, hier unten dann wirklich mal weiterbauen. Aber da will gerade keiner hin. Ich glaube, wir sind gerade ein bisschen technisch überlastet. Haben gerade irgendwie alle was zu tun. Wer schläft hier? Ita. Okay. Also soll hier Bier gebraut werden. Das ist natürlich eine gute Sache. Allerdings dauert das noch ein bisschen für sich. Hier haben wir ein Wachhaus. Das lassen wir mal stehen. Das brauchen wir gerade noch nicht. Das habe ich eigentlich nur für auf Halde produziert für den Fall. Ja. Aber okay, lassen wir das mal laufen. Hier kommt nochmal ein Laufrad und dann geht das hier reihum durch. Das lassen wir jetzt mal schön Arbeit. Das ist okay. Hier links haben wir noch Platz, oder? Nee, da können wir noch raus, tatsächlich. Mal gucken, wie weit wir hier rüberkommen. Hier unten geht auch noch ein bisschen was. Ich wünschte mir halt, wir kriegen so einen Raum da rein. Mal gucken. Nach oben hin schaut es gut aus, weil hier unten kriegen wir eh nur noch kleine Räume rein. Aber wir haben momentan keinen, der irgendwie in der Lage wäre, hier mega hart was zu machen. Die Leiter brauche ich mal kurz. Dann bauen wir nochmal. Ach, bauen wir eh nochmal. Lass nochmal eine zweite bauen. Gut. So. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, wo uns die Reise hinführt, Freunde. Na, also das ist jetzt so das Ding. Aber jetzt schaut das eigentlich tatsächlich sehr, 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 sehr sauber aus. Also, muss ich sagen. Ja, ja, wir werden auf jeden Fall nach weiter Runden, werden wir auf jeden Fall nur noch größere Sachen bauen. Ich konnte das bloß hier nicht, weil hier ja eh schon diese Gänge quasi vorgegeben waren und ich habe das jetzt einfach nur noch weitergebaut, was eh schon da war. Und hier können wir, hier zum Beispiel können wir auch nicht rüber, also das ist auch momentan noch dicht. Ich hoffe natürlich, dass die nächste Abzweigung dann weiter mehr Platz nach oben hat. Beo, was brauchst du? Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier tatsächlich ein paar Leute, die nichts zu tun haben. Ein paar Leute, die einfach völlig überlastet sind. Vor allem jetzt um die Zeit ist, glaube ich, einfach gerade schlecht für die Produktionsgeschichten. Oder die Produktionsgeschichten laufen, aber sonst läuft irgendwie nichts. Okay. So. Interessantes Spiel, sagt Blackbird. Ja, finde ich tatsächlich. Also ich habe das damals wirklich geliebt, als das rauskam. Ist mit ihr irgendwas? Warum hat sie denn einen Lebensbalken überm Kopf? Warum hat sie denn einen Lebensbalken? 100 ist auf 100. Hä? Achso, wenn man sie anklickt, haben sie das kurz, oder was? Ja, scheinbar. Beo, ich weiß leider
überhaupt nicht, was du meinst. Ich versteh's auch leider ehrlicherweise nicht. Vielleicht kann jemand im Chat aushelfen, der weiß, was er meint. Ja, das zwergische Bier probiert. Achso, müssen wir nochmal schnell nachgucken, ob das gut ist. Neuer Zwerg geboren, Nikolai. Und die Bar wurde erfunden. Ich bin begeistert, dann lass uns mal Bar bauen. Ja, Bar bauen. Eine Bar. Achso, die ist ja schon in Arbeit. Das war eine alte Meldung, oder? Okay. Zwille wird gebaut. Ja, wie gesagt, wir bauen gerade unheimlich viel und dann passiert, passiert halt recht viel nebenbei. So. Okay. Denn... Gucken wir mal schnell. Der liefert halt jetzt haufenweise Zeug für die Zwille an, so wie das aussieht. Aber gut, das ist jetzt so eine andere Baustelle. Wird hier eigentlich mal irgendwas anderes eingelagert? Benete macht Pilz wieder. Okay, ist klar. Ja, da ist tatsächlich irgendwie ein Stein, hat Benete dabei ohne Ende. Hier unten wird Bo gräbt aus. Das ist gut. Hier sind wir generell sehr weit mit dem Ausgraben schon gekommen. Dann würde ich vorschlagen, brauchen wir auf jeden Fall hier noch mehr als ein Lager. Aber das ist halt, was kostet so ein Lager? 8 Pilzstamm. Naja, gut, dann bauen wir auf jeden Fall nochmal 2, 3 hinterher. Dann haben wir da genug auf Halde. Und meine Lieben, ich würde sagen, der Rest vom Schützenfest, ja, den machen wir beim nächsten Mal. You're playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fort still holds. You're placing your bet, showing no regret.